Ahoi Piraten und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age. Das war scheiße. Okay, wir wollen jetzt auf jeden Fall, also in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen umgeguckt hier, beim Apotheker waren wir, da haben wir noch ein bisschen für unsere Kameraden eingekauft. Und jetzt wollen wir mal gucken, was uns erwartet. Beunruhigt es euch? Die Bresche ist noch offen. Jetzt nicht mehr. Woher stammt es? Schon gut. Ich wäre genusslos. Ich würde sagen, schon gut. Eigentlich nicht. Wichtig ist, dass euer Mal jetzt stabil ist. Ebenso wie die Bresche. Ihr habt uns Zeit verschafft und Solus denkt, ein zweiter Versuch könnte vielleicht erfolgreich sein. Vorausgesetzt, das Mal hat mehr Macht. Dasselbe Maß an Macht, mit dem die Bresche geöffnet wurde. Das ist nicht leicht zu erlangen. Das klingt gefährlich, das klingt nach Spaß. Ihr habt eine Idee, ich würde sagen, das klingt nach Spaß. Was kann es schon schaden, etwas, das wir kaum verstehen, noch mächtiger zu machen? Bewahrt euch diesen Sinn für Humor. Jaja. Schön, schön. Darf ich euch Kommandant Cullen vorstellen? Er ist der Befehlshaber der Inquisitionstruppen. Oder was davon übrig ist. Wir haben im Tal viele Soldaten verloren. Und ich fürchte, bis das hier vorbei ist, werden ihnen noch viele folgen. Das ist Lady Josephine Montillier, unsere Botschafterin und erste Diplomatin. Andara Natishan. Ihr sprecht Elfisch? Ich fürchte, das war schon alles. Und natürlich kennt ihr Schwester Liliana. Meine Position hier umfasst ein gewisses Maß an... Sie ist unsere Meisterspionin. Ja, taktvoll gesagt, Cassandra. Es ist mir ein Vergnügen. Beeindruckender Titel. Warum bin ich hier? Es ist mir ein Vergnügen. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Ich habe angemerkt, dass euer Mal mehr Macht braucht, um die Bresche zu schließen. Was heißt, dass wir die aufständischen Magier um Hilfe bitten müssen? Das sehe ich immer noch anders. Die Templer könnten uns ebenso gut helfen. Wir brauchen Macht, Kommandant. Genug Magie, um dieses Mal... uns vielleicht alle vernichten. Templer könnten die Bresche schwächen damit. Alles nur Spekulation. Ich war ein Templer. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Dummerweise würde im Moment keine der beiden Gruppen mit uns reden. Die Kirche gibt der Inquisition die Schuld. Vor allem euch. Sie denkt, ich war's? Das ging schnell. Spielt das eine Rolle? Also, das ging schnell. Ich finde diese trotzdem Anfangen ganz cool. Sollten Sie sich nicht lieber Gedanken über eine neue Göttliche machen? Einige nennen euch, ein Delisch-Elf, Herold Andrastes. Das macht der Kirche Angst. Deshalb haben die verbliebenen Klerikerinnen es zur Blasphemie erklärt und uns, die wir euch unterstützen, als Ketzer geächtet. Das verdanken wir zweifellos Kanzler Roderick. Das Ganze schränkt unsere Möglichkeiten ein. Die Magier oder Templer um Hilfe zu bitten, steht im Moment nicht zur Debatte. Können wir angegriffen werden? Ich bin das Problem. Ich würde mal sagen, können wir angegriffen werden? Wird die Kirche uns angreifen? Womit denn? Ihre einzigen Waffen sind Worte. Mit denen sie uns dennoch vernichten können. Aber ihr könnt etwas tun. Eine Klerikerin der Kirche namens Mutter Giselle hat um eine Unterredung mit euch gebeten. Sie ist nicht weit weg und kennt die Beteiligten weitaus besser als ich. Ihre Unterstützung wäre von unschätzbarem Wert. Ich werde mit ihr reden. Ich werde mir anhören, was sie zu sagen hat. Ihr findet Mutter Giselle in den Hinterlanden unweit von Redcliffe. Sie versorgt dort die Verwundeten. Haltet auch nach anderen Möglichkeiten, den Einfluss der Inquisition zu vergrößern, Ausschau, wenn ihr dort seid. Wir brauchen Spione, um unseren Einfluss über dieses Tal hinaus auszuweiten. Und niemand ist besser für ihre Rekrutierung geeignet als ihr. Wir überlegen uns in der Zwischenzeit weitere Optionen. Ich will nicht alles dem Herold überlassen. So, die Kartentische ermöglicht... Was? Ach, der Kartentisch ermöglicht es dir, die Macht der Inquisition. Das heißt doch Dragon Age Inquisition. Ich sag einfach Inquisition
Und hier im Spiel sage ich Inquisition, also ist besser. So, Inorales und Ferelden einzusetzen. Mutter Giselle ist in den Hinterlanden, die auf der feridellischen Seite des Tisches zu finden sind. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen. Ich würde theoretisch Inquisition Bonus, Geheimnisse, Beziehungen. Okay, wir haben noch nichts. Ich würde theoretisch lieber Ferelden nehmen, weil das dieses Mal da auch in der Nähe ist, aber ich glaube, ich nehme erst Orales. Ah, ich weiß es nicht. Ach komm, wir machen das. Das war mein erster Gedanke und komm. Durch Aufklärungsansatz kann die Inquisition neue Gebiete freischalten, die du dann erkunden kannst. Bevor du jetzt auf den Ferelden des Kartenleges den Aufklärungsansatz für die Internet. Das hat ihr bestimmt nicht verstanden, weil ich das super genudelt habe. Aber egal. So. Jetzt können wir hier also was erkunden. Was ist das hier? Das Hinterland erkunden. Oder? Kann ich das hier irgendwie auswählen? Gut. Muss ich einfach mich irgendwie reinfuchsen hier. Wenn Giselle stirbt, besteht keine Hoffnung mehr auf Unterstützung durch die Kirche. Meine Speer werden an den Kämpfen vorbeischleichen. Sie finden nur mit ihrem Leben und beschützen. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Crap ausgewählt. So, wir haben das neue Gebiet also jetzt erkundet und freigeschaltet. So, die Hinterlande erkunden. Wir haben die Kämpfe so gut wie möglich umgangen. Es ist genauso schlimm, wie wir befürchtet hatten. Die Abtrünnigen sind wahnsinnig und greifen alles an, was sich bewegt. Und die Templer hier haben anscheinend niemanden mehr, der sie befehligt. Wir haben Mutter Giselle gefunden und beschützt so gut wie möglich. Aber sie weigert sich, die Flüchtlinge zu verlassen, bis wir für deren Sicherheit gesorgt haben. Dazu sind aber Truppen erforderlich, die den Abtrünnigen und die Templer aus dem Gebiet vertreiben. Kommandant Cullen hat mich gebeten, Kontakt mit Meister Dennett aufzunehmen, einen Stallmeister im Ruhestand aus Redcliffe, der in jeder Gegend lebt. Was ist immer so komisch gelesen, Alter, das flackert immer so ein bisschen bei mir her. Nochmal, so ein Stallmeister im Ruhestand aus Redcliffe, der in der Gegend lebt. Vielleicht kann er der Inquisition bessere Pferde verschaffen. Leider kommen wir wegen der Kämpfe nicht zu ihm durch. Speeren Harding. Sorry, wenn das alles so ein bisschen scheiße ist. So, reisen, Gruppe sammeln und zu folgenden Ort reisen. Wir reisen mal weiter. Wir haben hier alles soweit geguckt. Was ist das jetzt hier? Achso, mit denen kann ich allen zusammen reisen wahrscheinlich. Ah komm, nehmen wir alle mit. Ich weiß nicht, ob die irgendwie sterben können oder so, aber komm, wir nehmen alle mit. Alle drei an meiner Seite, sind wir 4 Leute. Perfekt. Sollte dann klappen. Soweit. Andrastes, ich habe die Geschichten gehört. Wir alle haben sie gehört. Wir wissen, was ihr bei der Bresche vollbracht habt. Es ist ungewöhnlich, dass es einen Delisch interessiert, was mit anderen geschieht. Aber ihr werdet hier nicht auf Ablehnung stoßen. Versprochen. Späherin der Inquisition Harding, zu euren Diensten. Wir alle hier werden tun, was wir können, um euch zu helfen. Harding, Wart ihr je in der Oberstadt von Kirkwall? Nicht, dass ich wüsste. Warum?
Nur so ein Gedanke. Was hieltet ihr von Knallharding in der... Na, vergesst es. Schön, euch kennenzulernen. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Wir sollten zur Sache kommen. Die Lage ist ziemlich ernst. Wir kamen hierher, um beim alten Stallmeister von Redcliffe Pferde zu beschaffen. Ich bin hier aufgewachsen und die Leute haben immer gesagt, Dennets Pferde wären die stärksten und kräftigsten auf dieser Seite der Frostgipfel. Leider kommen wir aufgrund der täglich zunehmenden Gewalt zwischen den Magiern und Templern nicht zu ihm. Nur der Erbauer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Mutter Giselle hilft den Flüchtlingen und Verwundeten bei der Wegkreuzung. Unseren letzten Berichten zufolge hat der Krieg auch dieses Gebiet erreicht. Corporal Vey und unsere Männer tun, was sie können, um die Leute zu beschützen. Sie werden allerdings nicht mehr lange durchhalten. Ihr solltet jetzt besser gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. So, wir sind also angekommen, haben ja also unsere Begleiter dabei, alle drei. Wir müssen hier zwei Risse stopfen. Die Bedrohung bleibt bestehen, beteilige die Bedrohung. Okay. Gruppe wechseln. Was kann ich da machen? So, dann kann ich die wahrscheinlich wieder wegmachen. Hä, nein, die sind safe. Vielleicht kriegen wir noch irgendwann andere Begleiter dazu, das kann natürlich sein, aber. Warum euch auf Rasten? Oh, das wollte ich gar nicht, sorry Leute. Okay, wir haben natürlich unsere Vorräte aufgestockt, das ist natürlich perfekt. Ja, und wir können auch schon hier losgehen. Da ist irgendwo ein Ausrufezeichen. Das könnte natürlich eine Nebenquest sein. Mal gucken, was der zu sagen hat. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Lasst hören. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Was? Ich will wissen. Was? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Hat der nicht gerade, es gibt Neuigkeiten? Und dann setzt mich ins Bild? Na gut, bisschen buggy. Okay, was ist hier? Ich darüber jumpen? Ne, alles klar. Gut, dann müssen wir also den richtigen Weg nehmen. Okay, der Hund möchte uns nichts berichten. Aber, ja, was ist hier? Steht erstmal ein Trupp genüsslich rum. Hier ein paar Bogenschützen. Alles klar. Alles klar. Wir müssen mal gerade gucken. Wir müssen da hier rechts zu diesem... Oh ja, die Hinterlande. Entdeckt die Randgebiete. Jawohl. Schön, das ist schön. Das ist wunderschön. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Die richtige Pferde. Ja, es macht echt Spaß. Oh, ich hatte gerade vergessen, wie man schlägt. Und deswegen habe ich X gedrückt. Zack. Der Sound scheint ein... Okay, der Sound scheint ein ganz kleines bisschen zu lecken. Okay, jetzt läuft's wieder. Gut. Mal kurz was gucken. Gut, eben gerade hat's übel geleckt, der Sound. Ich hoffe, das hat man in der Aufnahme... Mutter Giselle muss ganz in der Nähe sein. Nicht, dass es immer leckt, aber gut. Okay, weiter geht's. Spiel ruckelt gerade generell ein bisschen sehr. Dass ich gerade im Hintergrund renne, das tut mir ein bisschen leid. Aber die Aufnahme ist da gleich schon vorbei. Was ist jetzt los? Achso. Okay, irgendwie ist das gerade alles nicht so. Alles nicht so cool. So, jetzt. So, hier kann ich erstmal Eisen rausholen. Er sammelt mit der Hand Eisen aus der Wand. Das hat sich gereimt, aber das ist auch lustig. Was ist hier? Die Wegkreuzung. Okay, hier scheint es mit Magiern was auf sich zu haben. Komm, kämpfen wir erstmal ein bisschen. Zack! Sieht aus, als könnten sie Hilfe gebrauchen. Ja, ich bin ja schon dabei. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Ich will mir erstmal hier gleich die Leichen ganz alle plündern. Okay, nice. So, jetzt wird erstmal hier geplündert. Ich hoffe, wir können alle auf einmal mitnehmen. Ja, scheint... Okay, die lösen sich auf. Auch gut. Getötete Abtrünnige. Okay, ach so, hier geht's weiter. Und los geht's. Bam! Zack. Nice, schöner Angriff. Wir sind keine Templer. So. Wir wollen euch nichts Böses. Der ist direkt tot. Das scheint sie nicht sonderlich zu interessieren. Und weiter im Text. Okay, wir haben schon zwei getötet.
Und dann haben wir kurz mal hier so einen Superschlag rein, da, so unsere B-Attacke. Und nochmal Y, bam, nice. So, 3 und der letzte ist da vorne. Das sollte ein Kinderspiel werden. Das ist auch ein Magier. Ja, gut. Der hat keine große Chance. Wo ist er hin? Okay, der flüchtet, aber das sollte kein Thema sein. Jawohl, den nehmen wir uns mal eben hier. Und ist ja gut, der hat ein bisschen mehr Leben als die anderen. Aber wie gesagt, das sollte kein Thema sein. Und 3, 2, 1. Ist er hier schon wieder wegge... Zischers? Ah, wir haben ihn. Okay, perfekt. Gut, safe. Wir haben alle... Haltet euch bereit. Da kommen noch mehr. Okay, es geht weiter. Was hier? Kann ich das irgendwie anklicken da? Oder ist das nur so ein Wegschild? Achso, das steht da nur, wo es da hingeht wahrscheinlich. Gut, dann geht's hier direkt weiter. Zack, zack. Und eingefroren und dann erstmal direkt zerschmettern. Nein, also ich habe gerade zerschmettern gesagt und dabei stand es auch sogar wirklich oben im Bildschirm. Ich habe es nicht gelesen. Okay, und nochmal eine B-Attacke. Zack. Okay, wir sind hier schon ein bisschen hartnäckiger, muss ich sagen. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie vielleicht bessere Schwerter bekommen. Aber wir haben auf jeden Fall noch genug Leben. Achso, das ist wahrscheinlich so ein Anführer hier sogar von denen. Ja. Ja, gut, das kann natürlich sein. So, safe, der ist tot. Und weiter im Text. Zack. Jetzt mal den Bogenschützen aufs Korn nehmen. Bam, bam, bam. Zack, okay, der ist tot. So, jetzt hier den Fetten da nochmal kurz eliminieren. Beide tot. Und hier ist noch einer, den wir auch plündern können. Nehmen wir erstmal hier alles mit, was er hat. Lammwolle, also. Okay. Das ist gerade echt ein bisschen ruckelig. Es war nicht so schlau, nebenbei im Hintergrund zu rennen, aber ich will natürlich, dass ihr die Folge auf jeden Fall noch. Also die jetzige Folge, jetzt, dass ihr die pünktlich noch seht, aber gut, natürlich ist es. Na gut. Man kann nicht alles haben. Und ich denke immer, man kann auf die Sache hier verzichten. Also, beziehungsweise man kann es. Muss es ja nicht so eng sehen. Okay, der hat natürlich ein Schild, das ist natürlich ein bisschen kacke. Kurz ein bisschen versuchen, den mir. Klein wenig Schaden zu machen. Oh, ich brenne. Das ist natürlich ganz suboptimal. Aber für den Heiltrank habe ich noch genug Leben. Das ist auch schon der letzte hier. Den Templer, den wir hier töten müssen. Ach, scheiße, der steckt ganz schön viel ein. Okay, und nochmal eine B. Zack. Und X. Warum geht's nicht? So, jetzt. Komm nochmal. Zack. Gut. Safe. Haben wir's? Jawohl, wir haben's safe. Hier ist alles sicher. Und gut. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Schon wieder dieses Logo. Wir sind komplett blutverschmiert. Hier gibt es Magier, die eure Wunden heilen können. Haltet still. Sie sollen mich nicht anfassen, Mutter. Ihre Magie. Wird sie für einen guten Zweck eingesetzt, ist ihre Magie gewiss nicht böser als eure Klinge. Aber... Still jetzt, guter Mann. Erlaubt ihnen, eure Schmerzen zu lindern. Mutter Giselle. Die bin ich. Und ihr müsst der Herold Andrastes sein. So werdet ihr doch genannt, nicht wahr? Mhm. Ihr wollt mich sprechen? Mir wurde gesagt, ihr wollt mich sprechen. Ich weiß von der Anklage der Kirche und kenne auch die Verantwortlichen. Ich will ehrlich sein. Einige von ihnen sind nichts weiter als Selbstdarsteller, die ihre Chance erhöhen wollen, die neue Göttliche zu werden. Einige andere haben einfach nur Angst. So viele gute Leute, die uns völlig sinnlos entrissen wurden. Das war eine Tragödie, stützt die Kirche nicht. Es ist... Das ist keine Entscheidung. Das war eine Tragödie.
Was geschehen ist, war schrecklich. Furcht lässt uns verzweifeln, macht uns aber hoffentlich nicht unvernünftig. Geht zu ihnen. Überzeugt die verbliebenen Klerikerinnen, dass ihr kein Dämon seid, den sie fürchten müssen. Sie haben bis jetzt nur schreckliche Dinge über euch gehört. Gebt ihnen etwas anderes, woran sie glauben können. Ich soll sie für mich einnehmen. Das soll funktionieren, aber sie wollen meinen Tod. Ich würde mal sagen, das soll funktionieren, weil ich gerade ein bisschen misstrauisch bin. Macht das nicht alles nur noch schlimmer? Weil ihr kein Mensch seid? Das auch. Lasst es mich so sagen. Ihr müsst sie nicht alle überzeugen. Es reicht, wenn einige von ihnen zweifeln. Ihre Macht liegt in ihrer Geschlossenheit. Wenn ihr sie durchbrecht, habt ihr die Zeit, die ihr braucht. Ich danke euch. Es ist gut, dass ihr das macht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Schicksal euch zu uns geschickt hat. Aber ich hoffe es. Denn Hoffnung ist es, was wir jetzt brauchen. Die Leute werden eurem Ruf folgen. Sie werden niemandem sonst Gehör schenken. Ihr könnt die Inquisition zu einer Kraft machen, die uns beflügelt. Oder zerstört. Denn die Hoffnung gehen und Schwester Liliana die Namen all jener Kirchenvertreter geben, die einer Versammlung zugänglich wären. Es ist nicht viel, aber ich werde tun, was ich kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Ja, und dann haben wir ja schon mit der Mutter geredet, die, wie es aussieht, erst auf unserer Seite zu sein scheint. Und wir können jetzt zurück reisen, glaube ich. Oder? Nee, noch nicht. Wir müssen noch was machen hier. Gut. Corporal Rell müssen wir. Corporal Rell. So. Unter dem Schutz der Inquisition. Das ist also das Logo der Inquisition, dieses Sonnensymbol. Natürlich, das ist natürlich gut. So, wir gehen uns jetzt nochmal noch auf den Weg machen zum Corporal, mit dem wir dann in der nächsten Folge direkt sprechen werden. Der scheint da oben zu sein. Wo ist er denn? Da ist er. Corporal Vale. Gut, den werden wir in der nächsten Folge mal ansprechen, liebe Freunde. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauern, Alter. Habt auch einen schönen Tag. Haut rein, bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.